Herzlich willkommen zu unserer heutigen Videoanalyse. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, spannende Handelstage liegen hinter uns. Ich meine, seit dem Dienstag hat sich ja doch einiges getan. Es waren auch turbulente Tage. Ja, nicht nur an den Börsen, sondern auch, ich denke mal, politisch und das allgemeine Geschehen, insbesondere eben aktuell in Deutschland mit der gestrigen Verkündung der Mutti, dass wir uns wieder, dass wir alle böse waren und uns jetzt erstmal wieder für 4 Wochen am besten im Keller einschließen. Ja, schauen wir mal, was uns das bringt. Ja. Zumindest einmal ist es jetzt nicht damit gemündet, dass jetzt hier alles ganz katastrophal abgestürzt ist. Wir haben jetzt hier doch nochmal größere Korrekturen gesehen, aber das hatte sich dann ja schon abgezeichnet. Wir hatten ja auch darauf auf die Levels hingewiesen, unterhalb welcher das dann eben auch zum Tragen kommen wird. Ja. Starten wir mal mit dem aktuellen Bild, das wir hier im Dow Jones sehen. Da konnten wir jetzt die 26.407 unterschreiten. Das bedeutet, das Szenario, wie es ja zuvor hinterlegt war, wurde eben neutralisiert. Also diese Unterstützung hat sich erledigt. Ja. Ich hatte dann hier auch nochmal einen kleinen Zielbereich gesetzt. Es war ja die Option, wenn er sich dann hier direkt rettet, ja, den hat er marginal unterschritten. Ich meine, die lagen natürlich jetzt auch, muss man fairerweise sagen, ich meine, nah aufeinander. Aber es ist jetzt eben nicht die All-2, sondern entweder es ist jetzt die 2 oder es ist eben was anderes, aber das wäre ja dann eben, wie gesagt, erst unter den 24.409 der Fall. Das bedeutet, wie sieht es jetzt hier aktuell aus? Wir können das ja alles hier deutlich rüberschieben, ja, in der gesamten Entwicklung, denn es ist tatsächlich so, dass mit dem heutigen Tag und den bislang angelaufenen Punkten des Marktes wir hier wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen können, dass jetzt im Dow auch diese Korrektur damit ihren Abschluss gefunden hat, denn wir haben eben hier die notwendigen Levels eben angelaufen und damit wäre eben dieser Welle 4 hier tatsächlich auch, dieser Welle 2 eben hier auch tatsächlich dann eben entsprechend Genüge getan. Ja. Ja, und wir könnten es jetzt hier aus diesem Zielbereich heraus dann eben auch tatsächlich mit einer Trendwende zu tun bekommen, die uns dann eben wieder in die übergeordnete Aufwärtsbewegung zurückführt. Ja. Das müssen jetzt nun die nächsten Tage uns hier zeigen, ja. Und wir müssen dann von dort aus eben sehen, wie es hier weitergeht. Bis jetzt hat der Markt noch nichts gemacht. Ich meine, er hat jetzt heute mal gut reagiert, kann man sagen. Wir wollen jetzt hier natürlich eben entsprechend nach oben den Ausbruch sehen. Ja. Wir haben aber hier auch, muss man auch fairerweise sagen, jetzt natürlich auch doch den einen oder anderen Weg zu gehen, ja, in dieser Bewegung. Also wirklich realistisch wird eine erfolgte Bodenbildung, wenn wir jetzt hier oben die 28.483 Punkte überwinden können. Erscheint jetzt natürlich wieder krass, ja, von der Strecke, aber das ist eine Bewegung, die macht er dauernd 2 Tagen, wenn der jetzt richtig Gas gibt. Also von daher ist das durchaus ein realistisches Level, dass das dann auch schnell erreicht wird. Ja. Die Wahl steht vor der Tür, da hat sich nichts dran geändert. Deswegen ist auch weiterhin eben entsprechend davon auszugehen, dass wir auch in den nächsten Tagen noch turbulente Tage erleben. Aber das, was wir heute angelaufen haben, hier das 618 Retracement, knapp die 100er Extension angelaufen, das sind schon sehr, 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 sehr gute Ziele für so eine Korrektur. Wir haben ein neues Zwischentief, also das wäre hier auch als ABC jetzt sauber erfüllt. Wir können jetzt hier tatsächlich diesen Zielbereich abschließen in den nächsten Tagen und dann von dort aus eben eine entsprechende Aufwärtsbewegung dann eben auch vollziehen. Ja. Der DAX hat auch unseren Zielbereich angelaufen. Ja, wenn man das jetzt hier weiter als Impuls zählen würde, dann würde jetzt hier zwar eine kleine Gegenbewegung erfolgen, die würde dann aber nochmal mit dem weiteren Tief quittiert werden. Ja. Das muss jetzt abgewartet werden, ansonsten müsste der Markt jetzt eben hier mindestens über 12.581 Punkte ausbrechen. Tut er das, dann ist diese weitere Abwärtsbewegung hier eben entsprechend erstmal neutralisiert und dann würden wir tatsächlich auch hier davon ausgehen müssen, dass diese Zwischenkorrektur sich erledigt hat und es weitergeht. Ja, also deswegen sage ich ja, ich meine, die Börsen, klar, das hat hier gerumpelt, aber das hatte sich jetzt ja auch davor schon teilweise abgezeichnet, dass es dann nochmal zu einer Korrektur kommen wird. Und ja, vielleicht ist jetzt alles ein bisschen der Brandbeschleuniger, war eben, wie gesagt, insbesondere die Ereignisse aktuell in Europa, in Deutschland eben auch, welche Maßnahmen jetzt hier wieder ergriffen wurden. Ich möchte jetzt hier an der Stelle da keine Diskussion darüber aufmachen, ob das gut ist oder nicht. Ja. Aber das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selbst bewerten. Ja, S&P, ähnliches Bild, da ist wie im DAX, da, wie gesagt, da bleibe ich, muss man eben weiterhin differenzieren, ja, da ist eben die Einschätzung meines Kollegen hier deutlich bärischer, ich meine, das würde auch im Dow nochmals einen deutlichen Abriss nach unten ermöglichen, da hätte der dann auch nochmal einige Punkte zu gehen, ja,
klar, Szenario ist absolut tragbar. Mein präferierter Verlauf ist es nicht. Ja, wir haben jetzt auch hier relevante Levels angelaufen. Ja, das muss man eben auch ganz deutlich hervorheben. Und da muss jetzt eben geschaut werden, wie er damit umgeht. Erster wichtiger Punkt wäre ein Überschreiten von 3.364 Punkten. Das würde einer weiteren Abwärtsbewegung bereits deutlich zu schaffen machen, ja, und das ganze Thema dann eben auch in Frage stellen, ob das dann eben tatsächlich auch noch zu bewerkstelligen sein wird, ja, oder ob auch hier möglicherweise die Korrektur schneller vorbei ist, als das zu erwarten war jetzt nach den Ereignissen der letzten Tage. Und wir müssen natürlich auch hier ganz genau schauen, wie gehen wir nächste Woche dann eben mit diesem Markt und den dortigen Entwicklungen um, wenn es eben dann zur Wahlnacht kommt. Und im Rahmen dessen müssen wir natürlich weiter ganz klar darauf hinweisen, dass wir dort eben mit den entsprechenden Turbulenzen zu rechnen haben. Grundlegend möchte ich aber nochmal an der Stelle festhalten, halten Sie hier die Löffel bereit, es wird Brei regnen in den nächsten Wochen. Ja, das ist absolut meine Erwartung, unsere Erwartung, was das anbetrifft. Wir sehen einige Einstiege bei den Aktien kommen, da sind viele Titel nochmal richtig attraktiv geworden für Neueinstiege, für Nachkäufe. Das gleiche gilt jetzt eben auch für die Indizes. Nochmal, wir sind hier nicht in einer Weltuntergangsstimmung. Ja, wirklich. Ich meine, für alle, die jetzt hier aktuell in Panik sind oder sonst was, wirklich Kopf aus dem Hintern ziehen, rausgehen, mutig sein, ja, sich mit diesen Dingen beschäftigen, die Chancen, die jetzt hier draußen liegen, nutzen. Denn ich denke mal, wenn wir eine Lehre aus diesem Jahr ziehen wollen und das Ganze auf die Börse reflektieren wollen und auf die weiteren Geschehnisse für unser aller Leben hier ziehen möchten, dann ist es das, wir sind, wenn es darum geht, auf irgendjemanden extern zu warten, also sprich Regierung etc., uns zu helfen, Dinge zu tun, kann man sich sicher sein, man ist verlassen. Es wird nichts für den Bürger an dieser Stelle getan. Ja. Es wird rigoros nicht im Sinne des Bürgers entschieden. Ja. Auch wer im Hinblick auf Aktieninvestments, langfristige Vorsorge, Altersvorsorge, ergreifen Sie die Chancen, fangen Sie mit diesem Thema an, beschäftigen Sie sich mit der Börse intensiv. Wenn Sie das nicht eh schon tun, wenn Sie hier ein Abonnement haben, aber wer das jetzt hier auf YouTube sieht, es ist wirklich unser großes Anliegen, jetzt Leute auch wirklich richtig dafür zu motivieren, diese Chancen zu ergreifen und da rauszugehen, mutig zu sein, Dinge anzupacken und jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh, es wird alles so schlimm, die Mutti hat gesagt, wir sind alle so böse, es geht alles in den Untergang. Das ist die falsche Einstellungssache. Wer keine positive Grundeinstellung hat, zu dem wird auch nichts Positives kommen. Ja, schauen wir weiter. Gold, da hat sich heute aus meiner Sicht erfreulicherweise weiter die mögliche Alternative durchgesetzt. Ich muss an der Stelle ganz klar auch die Wahrscheinlichkeiten nochmal hochsetzen auf 45% an dieser Stelle, dass das eben hier drin ist, dieses Hoch, und dass wir jetzt eben hier direkt den weiteren Abverkauf wählen. Also sprich, der Markt jetzt hier in den kommenden Tagen, vielleicht auch Stunden, eben diese 18,51 unterschreiten wird und dann die Korrektur hier weiter ihre Fortsetzung finden wird und eben dieser Zielbereich nicht mehr erreicht wird, sondern wir dann eben direkt Kurse im Bereich 17,20 für den gesamten Abschluss dieser Korrektur ins Visier nehmen, wo dann natürlich entsprechende Long-Einstiege warten. Gleiches gilt für den Silbermarkt. Ja, da hatten wir auch die Wahrscheinlichkeiten nochmal weiter hochgesetzt. Der hat heute die 23,65 rasiert, der hat die 22,96 rasiert. Damit müssen wir jetzt, und das werden wir zum morgigen schriftlichen Update dann auch nochmal so ergänzen, ich wollte es jetzt einfach nochmal so zeigen, das Hoch hier zur primären Erwartung erheben. Das heißt, ein nochmaliges Anlaufen dieses Bereichs hier oben kann nur noch die Alternative sein. Sprich, wir werden dann hier auch in den kommenden Tagen davon auszugehen haben, dass diese Bewegung dann eben auch hier neue Tiefs unter 21,80 schlussendlich hervorrufen wird und der Markt eben direkt weiter in Richtung unter 20 Dollar ausverkaufen wird, wo ja unser längerfristiger Zielbereich dann eben auch auf möglichen Long-Einstieg wartet. Ja, GLD wird sich dem wahrscheinlich anschließen. Gleiches Bild wie in Gold. So, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommen wir zu den Minen. Da sieht es nämlich jetzt auch sehr, sehr interessant aus. Ich habe alle mitgebracht. Wir gehen alles nochmal kurz durch. GDXJ, fangen wir damit an. Der hat hier das letzte Tief unterschritten. Ja, damit ist hier jetzt der Weg frei in den Zielbereich. Hat ihn noch nicht angelaufen. Der beginnt bei 50 Dollar. Also da ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Ja. Auch das kann relativ rasch in den nächsten Tagen eben erfolgen. Und dann muss der Markt sich in diesem Bereich beweisen. Kann er diese Zone halten bis 45 Dollar, dann wird es von dort aus eine sehr, sehr gute Einstiegschance geben. Ne? Und dann hat er auch nach oben richtig Potenzial. Ne? Der GDX hingegen hat den Zielbereich heute angelaufen, hat hier eine Punktlandung auf dem 38,2 Retracement hingelegt. Das ist das Idealziel dieser vier, aber so wie das in Summe aktuell aussieht, müssen wir davon ausgehen, dass es dann noch zu einer weiteren Ausreizung dieser Abwärtsbewegung kommen wird und wir eben auch hier möglicherweise die Unterseite bei 33 Dollar anlaufen. Das gleiche wie beim GDXJ ist natürlich auch hier gültig. Der Zielbereich muss zwingend gehalten werden.
fällt der Markt hier drunter ab, sieht es richtig dunkel aus. Ja. Das kann man auch vorne wegnehmen, gilt für alle Minenwerte. Ja. Diese Zielbereiche sind der große, große ja, Gradmesser für die weitere Qualität dieser Aufwärtsbewegung. Und ja, hier müssen wir uns jetzt einfach eben in Ruhe das ganze Thema anschauen und abwarten, wie es eben hier an der Stelle weitergeht. Ja. Hier im Falle von Agnico haben wir noch ein paar Meter zu gehen. Die ist deutlich hinterher in der aktuellen Korrekturbewegung. Ja. Barrick hingegen nicht, hat jetzt hier auch nochmal die wichtige Unterstützung bei 25,90 heute unterschreiten können. Fakt ist, diese Option, dass das hier ein Dreieck wird, wie es hier eingezeichnet war, die können wir rausnehmen. Wir konzentrieren uns jetzt alleinig darauf, hier ein Anlaufen des Zielbereichs beginnt, hier bei 24,34. Auch das kann jetzt eben bei der aktuellen Entwicklung hier im Rahmen dieser Märkte sehr, sehr rasch erfolgen. Ja. Dann kommen wir zu First Majestic, die ist wieder deutlich zurückgefallen, die hat ja gestern in der Spitze rund 10% verloren, hat sich jetzt heute einigermaßen gehalten. Wir wiederholen das nochmal. Wer hier drin ist, ist es natürlich interessant, weil es halt eine recht klare Stop-Situation ist, aber werden die 12,48 hier genommen, ja, dann sieht das hier richtig, richtig schlecht aus, denn dann müssen wir uns darauf einstellen, dass dieser Markt uns hier richtig, oder diese Aktie besser gesagt, hier richtig hart wegklappt. Also sprich, dass es das Ding hier runterknallt und dass es dann eben hier zu einer Rückkehr in den übergeordneten Abwärtstrend kommt, was, ja, kann man, denke ich mal sagen, verheerende Ausmaße für diesen Titel hätte, denn das würde eben bedeuten schlussendlich, dass es diesen Titel eben hier nochmals richtig in den einstelligen Bereich verschnetzelt. Fresnillo, auch erfreulich zurückgekommen, hat sich an unsere Erwartung gehalten. Die Alt 4 kann ich hier rausnehmen aktuell. Ja. Gehe davon aus, der Zielbereich wird jetzt angelaufen. Ja, das hat jetzt hier auch schön abverkauft. Alles wunderbar. Hier neues Zwischentief ausgebaut. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir diesen Zielbereich anlaufen. Und dann muss eben auch hier eine Entscheidung getroffen werden, ob das hinhaut oder nicht. Weiterer Kandidat im Zielbereich, Kirkland Lake, hat ihn heute angelaufen. Auch hier gilt, das muss ich jetzt beweisen. Ja. Kann der Markt das hier? Also können wir es von dort aus packen oder nicht? Ja. Und dann werden wir uns anschauen, wie es eben von hier aus dann eben entsprechend weitergehen wird in Richtung Norden. Aber da lauern Einstiege, das kann man ganz klar sagen. Und zum Abschluss hier noch Newmont, die ist noch deutlich hinterher, auch ähnlich wie Agnico. Brauchen wir noch ein paar Tage wahrscheinlich, bis dieser Zielbereich erreicht werden kann. Aber wenn Gold jetzt hier weiter nach unten die Schleusen öffnet, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass das recht schnell gehen wird. Ja, dann sind wir im Währungsbereich angekommen. Es steht noch hier drin der Short, aber der ist raus, den haben wir rausgenommen. Es war die absolut richtige Entscheidung, der Markt ist nochmal deutlich zurückgekommen und wir müssen davon ausgehen, die 4 war nicht fertig. So einfach ist es. Ja, das heißt, wir müssen jetzt eben davon ausgehen, dass dieser Zielbereich jetzt hier tatsächlich noch angelaufen wird und dass wir von dort aus dann eben entsprechend nochmal den Markt shorten werden. Ja, aber das wird jetzt dann wahrscheinlich ein paar Tage dauern und ja, den haben wir noch knapp im Plus rausgeschmissen. Also hier verhindert, dass wir ausgestoppt werden. Ja, das gleiche Bild zeichnet sich auch im Euro-US-Dollar ab. Der ist ja bereits wieder in seinem Zielbereich angekommen und ich gehe jetzt davon aus, dass wir da binnen der nächsten Tage dann eben auch hier einen weiteren Abverkauf erleben und dann auch erst hier tatsächlich diese 4 komplettieren und dann werden wir uns eben entsprechend analog zum Dollar-Index hier auch einen neuen Long-Einstieg suchen. Ja, dann nochmal zum Euro-Cut, da sind wir ja weiter in Long, wie man sehen kann. Ja. Der war hier zwischenzeitlich jetzt wieder heute auch deutlich im Plus, ja, ist jetzt deutlich wieder zurückgeworfen worden. Ich meine, dieser Widerstand hier bei 1,5637, der ist nicht von Pappe, das sieht man. Da hat er jetzt auch ordentlich dran zu knapsen. Da muss es letzten Endes drüber, ansonsten bleibt hier aber die primäre Erwartung erhalten und wir gehen weiterhin davon aus, dass diese Aufwärtsbewegung intakt ist. Genauso wie wir davon ausgehen aktuell weiter, dass die Abwärtsbewegung im Euro-Britischen Pfund intakt ist. Ich meine, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, es braucht hier, es ist wirklich Stückchen für Stückchen, Nuss für Nuss wird es hier irgendwie abgearbeitet, diese Abwärtsbewegung. Es bleibt dabei 89, das ist hier das wichtige Level. Wenn das genommen wird, dann ist davon auszugehen, dass diese Abwärtsbewegung dann auch endlich mal eine vernünftige Beschleunigung erfahren wird und wir dann eben auch Fortschritte machen können in Richtung des Zielbereiches hier für eine langfristige Trendwende. Ja, dann schauen wir noch abschließend auf den Bitcoin. Ja, ich meine, ich kann es nur noch wiederholen, ich bin sowas von froh, dass wir den hier drin gelassen haben, den Long. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Der jagt hier von hoch zu hoch. Ich meine, wir haben es jetzt hier mit einer markanten Widerstandszone zu tun. Müssen jetzt genau beobachten, was in den nächsten Tagen passiert.
wie weit kann er das hier noch ausreizen? Ich meine, der kann das hier weiter pushen. Ich meine, man muss hier auch ganz klar sagen, wenn das hier ist, auch von den Extensions her, ich meine, für den ist es halt auch kein Problem, die 378,6 hier oben anzulaufen. Ja, das wäre dann im Bereich von 15.000 beispielsweise. Also der kann hier noch deutlich auf der Oberseite eskalieren. Ja, was in dieses Gesamtbild nicht passt weiterhin, ist einfach die Entwicklung beim Ethereum. Ich meine, wir sind hier mit dem Anlaufen des 618 Retracements, das ist ein Idealziel einer Korrektur im Rahmen dieser Welle B, wirklich schon hart an diesem Widerstand gescheitert. Der Markt wurde deutlich zurückgelaufen und hat sich seitdem auch nicht mehr erholt und keinen weiteren Angriff gestartet. Das heißt, wir müssen hier weiterhin in Betracht ziehen, dass Ethereum hier damals eben im September schon sein Hoch ausgebaut hat, was wahrscheinlich der Bitcoin aktuell im Begriff ist auszubauen, und wir jetzt eben hier nur diesen Weg mitgegangen sind, wie weit es halt eben hier noch nötig war für diese Gegenkorrektur, und dann in die weitere Abwärtsbewegung gehen, um dann von hier aus langfristig wieder die Hochs anzugreifen. Ja. Also da bleibt spannend, aktuell ist das hier für uns kein Long-Einstieg mehr. Wir waren ja drin und sind dann raus, nachdem dieser Ausbruch eben hier bei den 4,20 gestoppt wurde. Ja, damit sind wir am Ende des Videos soweit. Ja, kleiner Überblick nach diesem Handelstag heute. Ich denke mal, wir haben die spannendsten Tage des gesamten Jahres jetzt nochmal vor uns, auch wenn es ja im Frühjahr schon krass abging. Ich meine, es nimmt nicht ab, die Volatilität. Und dann hoffe ich wirklich auch im Sinne aller hier, ich meine, man muss das ja auch mal von der menschlichen Seite hier alles betrachten. Es geht hier nicht nur um nackte Zahlen, aber es geht eben auch um die Gesamtstimmung, die Gesamtsituation, in der wir uns hier alle befinden in diesem Land. Und ich hoffe wirklich für uns alle, dass wir im Jahr 2021 im Frühjahr sagen können, okay, wir haben diesen ganzen Müll endlich hinter uns gelassen, wir können wieder unserem Leben nachgehen, auf jeden Fall halbwegs. Und ja, deswegen auch jetzt hier nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, über die man sich dann vielleicht in 6 Monaten ärgert. Trotzdem ist es wirklich meine Botschaft an Sie an dieser Stelle, wenn man sich all diese Märkte betrachtet, insbesondere die Aktienmärkte, kann ich das nur wiederholen, wirklich bleiben Sie mutig. Ja. Einstiege suchen, Einstiege mitgehen etc., auch wenn Fragen sind, jetzt ist die Zeit, Fragen zu stellen und sich damit zu beschäftigen. Ja. Und hier wirklich die Weichen zu stellen, da sind Einstiege immer noch zu extrem attraktiven Niveaus möglich, auch wenn es so scheinen mag für viele, dass sich hier nichts zu holen ist. Aber hier sind einige Titel nochmal so hart zurückgekommen, die jetzt wirklich extrem attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten werden auf längerfristige Sicht. Und da ist für jeden was dabei, sei das jetzt im Buy-and-Hold-Bereich als klassische Aktie oder im Trading-Bereich und so weiter. Also da wird es genügend Möglichkeiten geben. Da muss man jetzt klug agieren und da darf man jetzt einfach, wie gesagt, nicht den Kopf in den Sand stecken. In diesem Sinne, einen schönen Wochenausklang und bis zum Dienstag, zum Wahltag.